Hey Leute, willkommen zurück zu Corpse Party. Wir suchen immer noch die Notizen von Naho. Bin mir eigentlich nicht sicher, wo wir die suchen. Die können halt überall sein. Es fehlen jetzt nur noch drei Stück. Ja, okay, gut, hier oben ist nix. Oder hier drin vielleicht. Nö. Also hier oben ist nichts. Und die Notizen sind auch nur, glaube ich, bei den zwei hier. Also brauchen wir nicht rüber switchen. Was es schon mal einfacher macht. Im Klassenzimmer. Dann muss es unten sein. Oh, warte. Ah ne, man kann hier noch nach unten. Man kann doch nach unten gehen. Aber hier ist nichts. Naja. Ach komm. Ach da. Hallo. Aus Notizen 3. Nein, das kann nicht sein. Was? Paydirt? Was ist Paydirt? Bezahlte Erde? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann ist hier oben doch bestimmt was jetzt erschienen. Kann ich noch nicht erzählen. Alter! Junge, ich muss den Sound leiser stellen. Es war echt laut bei mir. Alter, ich weiß, hoffentlich war das nicht so laut in der Aufnahme. In der Aufnahme hört ihr allgemein alles viel leiser als ich. Und ich habe mich gerade echt erschrocken. Okay, gehen wir mal da rein. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ah, was zum... Ist das Blut? Unter Umständen, ja. Klar, natürlich vertraue ich Sachiko. What the fuck? Hi. Was geht? Wie geht's so, huh? Oh no, so die sind vier. Kibiki, es tut mir so leid. Meine Interpretationen waren zu naiv. Dieser Ort ist nicht der einfache Ort der Geister, wo ich vorher dachte, dass er das wäre. Wenn wir hier nicht so schnell wie möglich verschwinden, dann sind wir in wirklicher Gefahr. Ei. Ich kann das nicht lesen. Und ich kann auch kein Japanisch, deswegen weiß ich nicht, was da steht. Ich habe vor, meine meine Untersuchungen fortzusetzen, bis ich eine Methode herausgefunden habe. Bis dann, bitte, bitte, bleibt sicher. Ich möchte dich wiedersehen, Kibiki. Mehr als alles andere. Da ist so viel Blut auf den Seiten. Sie sind schwer zu lesen.
Was ist das für ein Ding? Es sieht aus wie ein großer Typ mit einer Decke über seinem Kopf. Aber es könnte doch nicht, oder? Könnte? Mach nicht mal Witze darüber. Vielleicht sollte ich mal unter die Decke gucken. Wag es nicht. Nur ein kleines bisschen. Es ist. Du musst dich da doch besser fühlen, wenn du weißt, dass es nicht der ist, an den wir denken. Nicht wahr? Was ist denn? Oh, das hat mich zu Tode erschreckt, ey. Es ist so ein komisches Modell. Gerade die Sorte, die du in einem Wissenschaftslabor finden würdest. Tut mir leid, ich schätze, ich habe meine Neugier gewinnen lassen. Es ist okay. Lass. Ja, mach einfach nichts mehr Gruseliges von jetzt an. Außer es ist wirklich nötig, okay? Ja, kein. Okay. Hä? Nee. Ich bleibe in dem Zimmer, hallo? Du kannst mich nicht aussperren. Ich hab gespeichert. Ich will wissen, ob hier noch was drin ist. Es kommt komplett leer, es kommt komplett leer. Hi. Was? Ey! Dieses Modell! Stand es schon da, als wir hier reingekommen sind? Oh. Sei still! Ey. Was ist denn dein Problem? Ja, muss ich dir noch sagen. Mach keine Witze darüber. Gott. Er macht keine Witze. Warum hast du es so nötig, mir Angst zu machen? Findest du das lustig, oder was? Was? Nein, ich versuche dir keine Angst zu machen, Shinosaki. Ich denke wirklich... Sag's nicht mal. Denk nicht mal dran. Ich hasse dich. Alter. Dieses verdammte Ding hat gerade versucht, Shinosaki beim Hals zu packen. Was? Was? Lauf! Es will uns töten! Als ob, 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 als ob! Was? Oh mein, oh nein! Oh nein! Oh Gott! Ding ist doof, um mich zu finden. Jetzt kommen wir nicht runter. Verdammt! Ich bin so in die Falle gelaufen, Alter. Junge, das sind zwei. Soll ich da bitte... Lass die los, du Bastard! Verdammte. Beweg dich, du Arschloch.
Hör auf! Das ist ein Wrong End, ne? Aber wie sollen wir hier bitte runterkommen? Okay, gut, es gibt mehrere Wege hier runter, ne? Hör bitte auf! Lass mich einfach gehen! Oder lass mich zurück! Lauf! Das, mach, dass du hier rauskommst! Hä, ja, die Tür ist ja zu. Sag, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich retten. Du wirst einfach nur sterben. Schau dich mal an, du blutest. Das ist ein Befehl. Von der Klassenrepräsentantin. Lass mich zurück. Au. Sei doch still. Auf mit dem Mist. Ich bin nicht Satoshi. Aber ich werde dich trotzdem beschützen. Verdammt. Wenn das so weitergeht, bin ich tot. Werde ich bald sterben. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Der Gasbrenner. Was ist das? Ey, das hat sogar funktioniert, ey. Das ist ja doch kein Wrong End, oder ist es ein Wrong End? Nee, sieht doch voll gut aus. Du Idiot! Bin froh, dich in einem Stück zu sehen. Du bist so doof. Ich hasse dich so sehr. Hört sich aber an wie ein glückliches Wein. Ich schätze, das bedeutet, dass du okay bist. Sterb nicht! Sterb nicht, verdammt! Alles klar. Hör einfach auf zu weinen, bitte. Ich möchte dich grinsen sehen. Ich lieb dein grinsendes Gesicht. Was? Was denn jetzt passiert? Alter. Das hat auch ein Wrong End. Ending List. Burn to Death, ja super. Das war der eine Tod, den wir noch nicht hatten, ne? Dass sie verbrannt sind. Wir sind ertrunken. Die sind verbrannt worden. Achso, stimmt, ich muss ja noch mit der Leiche interagieren. Und doch ganz viele Dialoge muss ich jetzt durch. Hä? Hä? Der bewegt sich nicht, oder muss ich mit der. Ach so, das hatte ich hier noch gar nicht. Speichern wieder. Nein. Och nö, jetzt steht der Penner da. Oh. Jetzt steht der scheiß Penner da. Aber wir müssen das machen, weil ich glaube, da unten lag irgendwas. Also müssen wir das so oder so tun.
Und außerdem liegt da die Notiz und wir müssen die ganzen Notizen finden. Also, wir müssen in diesen Raum wohl. Aber okay, man hätte auch rein, man hätte auch raus können. Jetzt ist sowieso schon zu spät, denn jetzt bin ich nämlich hier drin und das für immer. Leck mich, du Arsch! Hier. Ein Schlüssel oder sowas. Oh Gott. Okay. Das sieht echt schlecht aus hier gerade. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verpiss dich! Ja! Bin noch 10! Alter! Oh. Okay, man hätte das doch nicht tun müssen, das Speichern. Definitiv. Oh mein Gott, ey, war das sick, Junge. Das war bisher einer der schlimmsten Orte. Ach du Scheiße. Junge, wie knapp das war. Aber irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, der Killer war ein bisschen passiver. Der ist irgendwie mehr weggelaufen, als überhaupt dich zu verfolgen. Man legt jetzt die letzte Notiz. Gute Frage. Ja, in das Zimmer gehen wir nicht mehr rein. Das bleibt jetzt auf Ewigkeiten verschlossen. Das hoffe ich jetzt mal zumindest. Alter. Jetzt, wo liegt denn jetzt diese doofe letzte Notiz? Die muss wieder. Schon wieder unten. Oh, meine Fresse. Das hatte ich ja auch schon mal. Ich will die letzte Notiz nicht. Und ist im Haupteingang. Auch gar nicht erst versuchen, den Haupteingang aufzumachen. Der ist zu. Nie lag ja schon die dritte Notiz und die vierte Notiz haben wir ja jetzt auch. Wir haben sie ja doch, ne? Können wir wieder ins Zimmer zurück? Ist jetzt halt die große Frage, weil ich will nämlich doch gucken, ob ich vielleicht nicht doch. Nein, die habe ich nicht. Die habe ich mitgenommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Außerdem hätte man sie nicht mitgenommen, wären wahrscheinlich die Dinger nicht aufgestanden. Die Tür schon wieder abgeschlossen, natürlich. Ja, ich hab's auf jeden Fall. Da muss es hier unten irgendwo liegen, wahrscheinlich. Oder auch nicht? Wo ist denn das? Na, und ihre dummen Notizen, ey. Wo hat die denn alle versteckt? Können wir uns hier nicht sogar theoretisch treffen? Lass mal gerade schauen. Ist vielleicht die Notiz auf seiner Seite? Nee, kann doch gar nicht sein. Warum soll die denn auf seiner Seite sein? Aber wir haben doch jetzt eigentlich alle Schüler beisammen, oder zumindest fast alle beisammen. Was war das denn? Warum spielt auf einmal dieser Fernsehsound? Der sollte normalerweise jetzt eigentlich nicht spielen. Naja. Naja, wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns irgendwie treffen können hier.
Ah ja, tatsächlich funktioniert sogar. Wirklich jetzt? Morishige. Nun, da war kein Körper, Kasa. aber Morishige war wahrscheinlich schon an dem Punkt, wo man ihn nicht mehr retten kann. Aber warum? Ich wünschte, alle würden aufhören, so einfach zu sterben. Sag das mal deinem Kollege da, der ist, glaube ich, schon mehr als alles andere gestorben. Hey, Yumi. Ich schätze, der einzigste, der noch übrig ist, ist Miss Yui. Ach so, stimmt, die gab es ja auch noch. Gott! Wie kannst du so einfach damit umgehen? Sorry. Ich denke, das ist offensichtlich, aber unsere Freunde, die hier gestorben sind, würden nicht wollen, dass wir ihnen beitreten. Wir alle wollen hier rauskommen. Also, lass uns an das hängen, was uns nach vorne bewegt. Wir wissen den Weg nach draußen. Also, es gibt immer noch Hoffnung für uns. Wir sind fast da. Wir müssen nur noch Miss Yui finden und dann können wir endlich dieser lebenden Hölle entkommen. Das klingt gut. Ja. Oh, ich hab's fast vergessen. Nakashima, ich hab was von dir gefunden. Ah, meine Student-ID. Ein Schülerausweis. Sorry, dass ich dir den Ausweis nicht früher zurückgebracht habe. Du hast dir bestimmt schon Sorgen darum gemacht. Glaub mir, das habe ich. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nun, dann verliere den Schnipsel nicht wieder, okay? Danke dir so. Vielen Dank. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Wie froh ich darüber bin, dass du sie mir zurückgebracht hast. Sehr gut, Shinazaki. Kein Problem. Okay, lass uns unser Bestes geben. Wir sind fast da, richtig? Ein Erdbeben? What the fuck, Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Was ist das? Es ist ein Notizenbuch von dem Murder Case. Voller Zeitungsartikel mit Fotos. Jemand hat das Fotograf eines der Opfer mit Rot umkreist und den Namen Sachiko Shinosaki drunter geschrieben. Soll das uns etwas über sie sagen? Ich weiß es nicht. Ah, schau mal. Hier ist noch eine Zeitung. Scheint eine ältere zu sein. 20. Juli 1953. Mann, das ist schon sehr lange her. Vor dem Mörderunfall oder Mördervorfall. Das war fast 60, es ist fast 60 Jahre alt. 60 Jahre her. Das ist so traurig. Kann das irgendeine Bedeutung zu einem Zusammenhang mit Shinosaki haben? Ah, schau mal. Hier ist ein ähnlicher Artikel auf derselben Seite. Und hier ist ein Bild.
Zum Teufel? Es ist das gleiche Mädchen, es ist Sachiko. Die zwei Bilder sind identisch. Wie ist das möglich? Wie kann sie in beiden Äras existieren? Egal, wenn man sich das anschaut, es ist auf jeden Fall die gleiche Person. Wer auch immer dieses Notizenbuch zusammengestellt hat, auf jeden Fall auch Verbindungen, Zusammenhänge gefunden. Das wird einfach nur seltsam. Okay, Leute, an dieser Stelle würde ich dann auch die letzte, nicht den letzten Part, sondern diese Folge von Corpse Party beenden und ciao.